Brother, Where Art Thou? Heißt doch der. Heißt der nicht so? Gesundheit. So heißt der Film, den ich gemeint habe, wo George Clooney mit Cuba Gooding Jr. zusammengekettet ist und dann die beiden fliehen. Ist das, wo sie sich die Hände abschneiden? Wo sie sich die Hände abschneiden wollen? Aber nicht machen? Oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist der. Ich bin mir nicht sicher. Ist egal. Die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert von alte Filmtitel, die wir selber nicht zuordnen können. Neben mir sitzt der Michael, ich bin der Florian. Herzlich willkommen zu einer neuen Comic Review auf Geekrigi, dem Nerdkanal. Genau. Wir haben. Aus dem Hause Splitter. Was ist das? Dieses Mal ein. Wie nennen die das? Einbänder. One-Shot, One-Shot. Ich weiß gar nicht. One-Shot, glaube ich. Es hat irgendeine spezielle Bezeichnung bei denen. Ich habe es jetzt vergessen, glücklicherweise. Wer sind denn die? Ja, bei Splitter. Ach so, schon gesagt. Dann sind es One-Shots, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, dass es One-Shot heißt. 2280, 110 Seiten, 112. 15? 111. 112. 112 Seiten. Ja. Ich habe es gesehen. Und wollte es haben. Wollte es haben, hab's mir auch gekauft, weil, hallo, voll geiles Cover. Ja, das Cover ist wirklich cool. Hallo. Aber das Krasse ist, es ist... Coole Leseprobe, coole Zusammenfassung mit irgendwas Science-Fiction, Steampunk, Feudal-Gedöns. Klang voll geil, ja? Ja, und bei dem Cover hatte ich schon einen ganz anderen Film im Kopf, wie das, was ich dann erlebt habe. Ja, so ein bisschen. Ja, schon, ne? Also es ist krass halt, einfach ohne Witz. Hat irgendwie so ein bisschen auch an Riddick erinnert. Also, fand ich jetzt das Ding nicht ist. So nicht so wie der Krabbenkarl, aber. Das Cover hat mir was anderes projiziert, als ich dann bekommen habe. Und das fand ich sehr schade. Bleiben wir noch dabei. Die Zeichnungen. Sehr geil. Ja, das ist wirklich gut, ja. Super gemacht. Hat mir auch gefallen. Auch wenn der komische Dude, der da vorne drauf ist, im Comic dann auch gar nicht mal so geil aussieht, wie er vorne drauf aussieht. Da ist er. Stimmt, da ist er, ja. Da, hier zum Beispiel. Ja. Also sieht gar nicht mehr so geil aus wie vorne drauf, aber spielt keine Rolle, weil der Stil trotzdem ziemlich geil ist. Ja, der Zeichenstil ist schon wirklich gut. Kolorierung auch geil, Atmosphäre super, kann man nichts sagen. Jetzt kommen wir wieder mal zu unserem Knackpunkt. Es ist ein One-Shot, kann man machen. Finde ich prinzipiell immer nicht schlecht, wenn es gut gemacht ist, wie bei Oink zum Beispiel. Da fand ich, war die Länge, die Erzähllänge und die Story haben zusammengepasst. Ja, genau. Also da haben diese 120 Seiten, die es waren, die haben die Seiten, also die Story, sagen wir so, haben diese 120 Seiten gut gefüllt, ohne Längen oder Kürzen zu haben. Ja, genau. Kürzen, so, keine Ahnung, wie man es nennt. Ja, und nochmal ja. Und hier haben wir jetzt irgendwie so das Ding. Nein. Da ist mir nur ein Shot zu wenig, sorry. Ja. Hier wäre viel mehr Potenzial gewesen. Also gut. Für mehr Story halt, warum hat man das nicht genutzt? Worum geht's? Ja, worum geht's? Es geht um, also eigentlich, und das geht hier auch ein bisschen unter in der Story, das gibt ein riesiges Universum und es gibt eine Institution, die nennt sich die Sternenmenschen, oder nee, die der Sternenbund. So, der Sternenbund. Und so geht's auch ins Comic rein. Sternenbruderschaft, Entschuldigung. Ach, sorry. Die Sternenbruderschaft und die fliegen von Planet zu Planet und versuchen da sich manchmal im Verborgenen, manchmal auch offiziell, sich den Völkern, die dort leben, die in ihrer Hinsicht halt eher so unterprivilegiert sind, unter Menschen kann man nicht sagen, nee, die halt nicht so weit unterentwickelt, danke, das war das Wort, die halt unterentwickelt sind oder nicht so hochentwickelt wie sie, sie mehr oder weniger in ihren Sternenbund zu holen und sie dann zu unterstützen. Richtig, aus dem einfachen Grund, damit sie nicht irgendwann mal gegen die antreten müssen, sondern einfach, dass es halt alles ein schönes, großes, miteinander ist. Friedliches Miteinander ist. Genau. Und deswegen suchen die sich halt eben, wie du schon sagst, diese zwar schon entwickelten, aber nicht so hochtechnologisierten Völker. Also das wird auch taucht auch in dem Band irgendwann mal auf. Ich weiß gar nicht, ob es am Anfang ist oder mittendrin. Am Anfang, wo er bei so einem Volk ist, das wirklich total super unterwegs. Da sagt er, die sind noch nicht so weit. Genau, weil die halten ihn für einen Gott aus einer anderen Welt und dann sagt er auch, nee, okay, das geht noch gar nicht. Genau. Ja. Jedenfalls gehen sie halt zu irgendwelchen anderen und jetzt haben wir halt hier die Situation, dass wir einen Planeten haben, der da auch mit aufgenommen werden soll, aber die wollen nicht. Genau, und die haben auch noch ein politisches Kastensystem auch, das nicht so ganz in die Sternenbruderschaft passt. Das müsste man verändern. Also die müssten sich, wie es halt immer so ist, müsst ihr euch so vorstellen, wir haben ein Planetenland, das halt so läuft, wie es läuft, und das läuft gut so. Und Veränderung ist immer schlecht. Und es gibt immer welche, die sind für Veränderung, ist ja klar. Und es gibt immer welche, die sind gegen Veränderung. Und genau dieses politische Dilemma haben wir jetzt auch hier.
das, was hier an dem Planeten wichtig wäre, ist diese Pflanze, die man hier sieht. Die wird nämlich dort auf dem Planeten abgebaut und die Sternbruderschaft sagt, die Pflanze hat so viel Potenzial, dass man daraus auch ein gutes Heilmittel herstellen könnte und dieses und jenes. Diese ganzen Warlords, die halt da in diesem Kastensystem leben, also wir haben Warlords, das sind die Plantagenbesitzer und dann haben wir halt diese Unterprivilegierten, die halt dort das Zeug abbauen müssen. Diese zwei Schichten gibt es halt und diese Warlords sind halt nicht so ganz dafür, also manche zumindest nicht und manche schon, aber eigentlich ist es schon so weit in der politischen Beziehung beziehungsweise in der diplomatischen Beziehung, dass sie eigentlich so weit sind. Die meisten sind dafür, richtig. Es gibt halt nur einen wieder, wie immer, der so dagegen schießt. Und ein sehr mächtiger, der sich halt noch nicht so richtig entschlossen hat. Genau. So, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel erzähle. Gut, dann erzähle ich hier gar nicht weiter. Ja, aber sonst, ich weiß nicht, ob so jedenfalls durchspoilern sollen. Jedenfalls kommt dann da quasi so ein Abgesandter und der möchte halt nochmal mit dem reden und möchte halt diese Situation jetzt zum Wohlgefallen für alle quasi auflösen. Ja. Und dann passiert dann so halt so irgendwas. Und plötzlich wird dieser komische Abgesandte, oder wird dieser Abgesandte halt verjagt und ist auf der Flucht. Genau. Zusammen mit einem dieser Unterklassigen. Plantagenarbeitern. Genau. Jetzt, wo wir im Nachhinein drüber reden, fand ich die Story doch ganz okay. Aber was ich am Anfang gesagt habe, ist so dieses, die Story hat ein paar Längen, die meiner Meinung nach nicht hätten sein müssen. Es gibt ein paar Charaktere, die eingeführt wurden, die es nicht gebraucht hätte. Und am Ende, um den Satz abzuschließen, am Ende, wo die Story richtig Fahrt aufnimmt, ist das Ding zu Ende. Mein Problem ist, dass dieser Band es wunderbar schafft, die Kurzweiligkeit rauszuschneiden und die Längen zu präsentieren. Denn, ich weiß gar nicht, ob es der Flo jetzt reinschneidet oder rauslässt. Am Anfang habe ich ja kurz über einen Film schwadroniert. Ja. Jedenfalls erinnert er mich sehr an diesen einen Gefängnisfilm, wo George Clooney mit Cuba Gooding Jr. Ja. zusammengekettet ist, die dann irgendwie aus einem Gefängnis fliehen und dann mit so einem Zug und durch den amerikanischen Mittleren Westen und so. Ist egal. Jedenfalls daran erinnert mich das. Denn die beiden, also dieser Abgesandte und unser Plantagenarbeiter, die sind auf der Flucht. Also es gibt einen Cut, dann sind sie in einer neuen Location. Dann passiert dann da auf einmal irgendwas und anstatt das interessante Geschehen nochmal ein bisschen so auszuarbeiten und aufzubauen, gibt es einen Cut und die sind in der nächsten Location. Und da passiert wieder was und da wird es wieder interessant und bevor das Interessante groß ausgearbeitet wird, gibt es einen Cut und wir sind wieder in der nächsten Location und irgendwann nervt es. Ja, und deswegen habe ich irgendwie am Anfang schon gesagt, dieses Ding hätte ein Potenzial gehabt für einen Zweiteiler, für mich zumindest, weißt du, man hätte da noch, also meiner Meinung nach hätte man noch mehr draus machen können. Ja, diese ganze Reise und das, dass die immer wieder davon kommen und so, das wird einfach, also ja, es wird immer wieder ein bisschen ausgearbeitet und dann, sobald es interessant wird. Ja, vor allem, es werden halt auch so Sachen schade. Mit reingeschmissen, wo ich sage, okay, da hätte ich gerne noch mehr drüber gewusst einfach. Auch, ja. Ja. All the Monde. Schade. Schön war's. Also, sagen wir so, er ist schon nicht schlecht. Ja. Er ist nicht schlecht, er ist auf alle Fälle lesenswert. Wer halt die 23 Euro übrig hat, einfach so auf Krampf. Ja, kann man machen, klar. Kann man schon ausgehen. Gut, ich meine, vielleicht wollten wir auch bloß mehr von dem Ding haben, was es überhaupt nicht liefern konnte. Weißt du, vielleicht gibt es halt einfach auch andere Leser, die sagen, okay. Reicht mir. Langt mir. Also von dem her. Kann auch sein. Schaut euch mal an, lest mal rein. Ja, Leseprobe gibt's beim Splitter auf der Seite. Wenn es euch taugt, klar, warum nicht? Also die Story ist echt nicht verkehrt und. Ja, gut, so die Charaktere und diese ganzen Konstellationen und so, das ist schon cool, aber es. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es ein Time Waste gewesen wäre oder sowas. Das hatte ich jetzt auch nicht. Das war schon okay, ne? Nee, in meinen Augen hätte es halt nur ein bisschen mehr vertragen. So ein bisschen mehr aufblasen, ein bisschen mehr. Ja, ich finde es halt verschenktes Potenzial einfach und das finde ich ein bisschen schade. Das Netz ein bisschen enger stricken. Ja. Tja. Ja, machen können. Ja. Hätte die Fahrradkette. Das war's für uns. Wir hätte, fahren hätte, weg. All im Mond. Wir fahren jetzt mal weg und lassen euch hier einfach mit dem Ding. Okay, dann schmeißt jetzt der Flo seinen imaginären Zug in seinem Kopf an. Genau. Und genau. Tickets habe ich schon gebucht. Könnt ihr bestellen über www.floosticketshop.de. Hoffentlich gibt es das jetzt nicht wirklich. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ich gucke in diese Kamera, da solltest du auch reingucken, weil ich schneide nämlich jetzt nur noch auf dieses Bild. Und ich schaue aber in diese Kamera und zeige auf diese Kamera, denn wir sehen uns demnächst wieder. Klickt ein Abo, klickt die Glocke, dann kriegt ihr. Klick, dann kriegt ihr auch mit, wenn der Flo irgendwo mit seinem Kopf ankommt. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Bevor jetzt hier alle durchdrehen, also ich,
Ich sage auf Wiedersehen. Ade mit E. Haut rein, lebt die Jahre, bleibt geekig und nerdig. Bleibt cool. Alter. Wiedersehen.